Was soll das heißen, ich muss erwachsen werden? Was soll das heißen, ich muss an meine Zukunft denken? Ich will mich nicht zurücknehmen, nicht andauernd vernünftig sein, nicht zwingend so schnell wie möglich etwas aus meinem Leben machen, nicht ernst sein, wenn ich mich nicht danach fühle. Ich will in meinem Leben niemals ankommen, wenn das bedeutet, nicht mehr träumen zu dürfen, nicht mehr auszuprobieren, zu entdecken, Fehler zu machen und daraus zu lernen, etwas zu riskieren und sich immer wieder neu zu definieren. Das Leben hat keinen Punkt, an dem alles perfekt ist. Es ist ein Weg, mein Weg, dein Weg. Vertraue auf dein Herz, lass dich von deinen Gefühlen leiten. Der Weg ist das Ziel. Ja, das war meine erste Poetry-Minute heute zum Thema Erwachsenwerden. Und jetzt wollte ich nochmal ein paar Gedanken loswerden zu dem Thema. Was mich da am meisten beschäftigt, ist eigentlich dieses Thema bereuen oder Zukunft. Denk an deine Zukunft, mache nichts, was du später bereuen wirst. Ich finde das sehr schwierig, weil was heißt das bereuen? Also ich finde es eigentlich wichtig, dass man im Leben auch Sachen riskiert. Und wenn man auch nur so herausfinden kann, was einem wirklich gefällt und was einen glücklich macht. Man muss Erfahrungen sammeln und man muss damit auch Fehler machen. Man lernt eben auch nur, wenn man etwas riskiert, wenn man die Erfahrung gemacht hat. Und erst dann kann man sagen, das war jetzt nichts für mich oder das ist etwas für mich oder das macht mich glücklich. Oder eben, das macht mich auch nicht glücklich. Aber dafür muss man es halt erstmal probiert haben, finde ich. Bei so Sachen jetzt aus meinem Leben, vor allem seitdem ich meinen Hund habe, die Entscheidung überhaupt zu treffen, hole ich mir jetzt einen Hund in mein Leben. Klar, hat da mein Verstand auch irgendwie gesagt, okay, ich bin jetzt jung, jetzt passt es vielleicht, aber was ist in 1-2 Jahren? Was mache ich dann? Was ist dann mit dem Hund? Und das hat mein Verstand vielleicht auch gesagt, aber mein Herz hat halt gesagt, dass es jetzt genau das Richtige für mich ist und dass ein Hund mir so viel mehr gibt, als dass er mir Probleme bereitet. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, einfach weil ich jetzt merke, wie viel mir Manu gibt und wie glücklich er mich macht und wie viel er mich auch über das Leben lernt und wie viel ich durch ihn erst jetzt sehe, auch jetzt in der Natur, was ich vorher gar nicht so wahrgenommen habe. Und das ist einfach so ein Mehrwert für mich geworden und den möchte ich nicht missen. Und ich bin so froh, dass ich da wirklich auf mein Herz gehört habe und nicht auf meinen Verstand. Ja, und ich weiß, klar, man muss vorher schon reflektieren, wie wird das in 3-4 Jahren werden. Aber ich meine, wenn man sich jetzt für etwas entscheidet und da total hintersteht, dann wird man das in Zukunft auch hinkriegen. Klar ist es jetzt, wird das Einschränkungen für mich geben oder Sachen, die jetzt schwerer werden dadurch. Aber das heißt ja nicht, dass ich meinen Hund dann irgendwie abgebe oder so. Das heißt dann für mich, dass ich damit lebe und dass ich da irgendwie andere Möglichkeiten finde, andere Lösungen finde, die für uns beide dann irgendwie richtig sind. Und dass ich halt einfach schaue, dass er ist jetzt ein Teil von meinem Leben und er bleibt da und er gehört dazu und er macht alles mit, was ich mitmache. Und ich glaube, wenn man jetzt auch glücklich ist, dann wird das in Zukunft auch glücklich sein. Das kommt dann automatisch, dass man auch in der Zukunft glücklich ist. Ja, ich finde es schwierig, das auszudrücken. Ich habe immer so ganz viele Gedanken im Kopf und wenn ich dann vor der Kamera sitze, dann sind sie immer alle weg. Also, ich hoffe, dass ich mich einigermaßen ausdrücken kann und dass ihr versteht, was ich meine. Weil eben genau zu diesem Gegensatz jetzt beschäftigt mich halt auch, dass es dieses Thema, was macht unsere Gesellschaft aus dieser Welt? Und man kann das natürlich auch so sehen, dass die Gesellschaft eben wirklich scheinbar nur noch an sich denkt und nur noch egoistisch handelt und nur noch im Jetzt lebt. Einfach weil viele darauf scheißen, was mit unserer Welt passiert in 20, 30 Jahren. Und das, ja, dieses Prinzip nach mir die Sinnflut, ist mir doch egal. Ich will jetzt mit meinem SUV zum Bäcker fahren. Egal wird's, was mit der Welt dann passiert. Und ja, vielleicht kann man das auch eigentlich gar nicht so gut gleichsetzen, aber man denkt halt schon erstmal dran, klar. Vielleicht ist es das Problem, dass die Menschen eben wirklich nur im Jetzt leben, aber also ich sehe das so, dass diese Menschen, die jetzt vielleicht da in dieser Weise egoistisch denken, dass die eigentlich gar nicht im Jetzt leben, sondern dass die eher
immer nach dem Standardleben, was die anderen haben. Die gucken immer auf die anderen Leute und denken sich, ja, ich kann ja, ist ja klar, dass ich nicht glücklich bin. Ich habe nicht so ein großes Auto oder ich habe nicht so viel Geld oder ich kann mir nicht den All-Inclusive-Urlaub irgendwo leisten. Und deswegen bin ich nicht glücklich und deswegen muss ich daran arbeiten und deswegen muss ich mehr Geld verdienen und so. Und also ich glaube nicht, dass die Leute unbedingt glücklich sind, sondern dass die eher, dass denen eigentlich etwas im Leben fehlt. Und dass sie das versuchen zu kompensieren mit diesen ganzen Konsumgütern. Und ich glaube, wenn diese Menschen wirklich mal anfangen würden, nur auf sich zu schauen und nur in dem Moment zu begreifen, was macht mich jetzt eigentlich wirklich glücklich, was macht meine Seele glücklich, dass sie dann auch irgendwie umdenken würden. Ja, ich schweife jetzt gerade wieder ein bisschen ab. Ja, also ich hoffe, ihr habt so ein bisschen verstanden, was ich damit sagen wollte. Und freue mich total über eure Erfahrungen, über eure Meinungen zu dem Thema. Und ja, wie seht ihr das? Dieses, muss ich an die Zukunft denken oder muss ich im Jetzt leben? Ja, bis zum nächsten Mal.